Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Wir können endlich wieder schlafen gehen für ein neues Level. Das werden wir auch direkt mal tun. Und nun sind wir noch stärker. Heute im Programm ein neuer Hammer, mit dem wir übrigens gucken können, ob wir vielleicht unser Feld nochmal weiter ausbauen können. Ich denke mal, Beweglichkeit ist ganz gut jetzt. Habe ich schon 4 Punkte drin, glaube ich. Auch wenn da irgendwie noch eine 3 war. Egal. Hallo, Chicken. Ich ignoriere dich jetzt mal gekonnt. Wir wollen gucken. Wie sieht's denn hier aus? Schmiede. Ach, habe ich den jetzt schon gemacht? Habe ich den schon gemacht? Ich habe den schon gemacht. Stimmt. Zum Schluss der Folge haben wir... Ist gemacht. So, was bringt mir das? Ein Schlag, ein Treffer. Okay, ich sehe schon. Was für ein Glück. Ich habe Mineralien gefunden, was du nicht sagst. Na cool. Jetzt kann man hier richtig schnell farmen. Guckt euch das an. Ich meine, im Endeffekt finde ich irgendwie doch nur Stein. Aber es geht. So, ernten. Nein, das sind die maximalen Felder, die wir haben können. Schade. Schade eigentlich. Gut, aber somit wissen wir, wir kommen auf das Ende des Spiels zu. Allzu lange kann es nicht mehr dauern. Ich würde es gerne haben, dass ich einfach auf A gedrückt halten kann. Aber es geht nicht. Es geht leider nicht. Dann würde ich nämlich einfach nebenbei irgendwas gucken und dann Steine farmen, Steine farmen, Steine farmen. Ach nee, ne? Kurz aufhalten, dass der mir nichts klaut. Keine Aufträge momentan. Sprit haben wir, glaube ich, auch nicht. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Stimmt, wir hatten noch die Aufgabe hier, was war das da? Larven zu suchen. Darum waren wir eigentlich in der Eislandschaft. Das habe ich voll vergessen. Okay, dann brauche ich doch nochmal ein bisschen Spiritus. So, Werkstatt. Was brauche ich nochmal dafür? Wo kann ich Benzin herstellen? Da. Brennstoff. Alohol. Alohol kann ich machen. Hat aber gerade noch alles gereicht, ne? So, okay, wenn die schon mal hier ist, ne, Frau Troller, dann werden wir uns auf jeden Fall mal rüber bewegen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt irgendwas da finden, das uns Fledermausflügel gibt, weil die brauchen wir auch noch. So, Auftrag beendet. Der weise Nidavi hat eine Brieftaube geschickt. Er hat mich gebeten, Ankh-Bären zu bringen, die er als Gabe für die Pilgerreise zum Lebenstempel mitnehmen möchte. Aber ich muss auf eine neue Lieferung warten und kann nicht weg. Kannst du die Bären für mich mitnehmen? Ankh-Bäre? Gib mir erstmal Larven. Ja, das war's schon. Ich könnte rein theoretisch sogar mehr Schafe kaufen, ne? Ach Mann. Na komm, nehmen wir noch die Algen hier mit. Verkaufen wir erstmal unser Stein. Obwohl, das machen wir wohl bei ihm lieber nicht. Ankh. Okay, wo bekomme ich das Zeug her? Wo soll ich denn diese Ankh-Bären herbekommen? Mache ich jetzt eigentlich mehr Damage? Guck mal hier, mein Kleiner. Naja, ist immer noch die gleiche... Keine Ahnung, alles immer noch dasselbe, ne? Holz. Vielleicht finde ich beim Tempel irgendwas. Hat er mir gerade 192 Schaden gemacht? 152? Willst du mich verarschen? Hallo, töte ihn doch! Oh Gott! Er ist nicht gestorben. Holy shit. Oh, eine Karotte, wow.
Das ist der helle Wahnsinn. Erstmal wieder ein bisschen Leben herstellen. Wie viel Leben zieht er mir denn ab? Wieso bist du so bunt? Du bist absolut gar nicht getarnt. 172. Ihr wollt mich doch verarschen. Was ist denn das für ein Damage, sag mal? Das ist doch nicht mehr normal. Da ist irgendwas. Das ist nur ein billiger Pilz, ne? Ich will hier auch nichts bauen, ich will was essen. Ah, ich habe 5 Ankh-Bären. Ah. Muss ich hier gar nicht suchen. Okay, das heilt mich zum Beispiel gar nicht. Wo soll ich den denn hinbringen? Bringe dem Weisen. Ja, hierher, ne? Aber ich sehe ihn hier nirgendwo. Wo sind der? Hallo, Weiser, hast du dich gesehen? Kaufen? Silberner Schlüssel. Kriege ich das irgendwie zusammen? Die Davi, wir bringen Ihnen die Ankh-Bären für Ihre Reise. Vielen Dank, gerade noch rechtzeitig. 3 Bären reichen, den Rest kannst du behalten. Arco, versuche sie auf deine Land anzupflanzen. Vielleicht schlagen die Samen in die Erde deines Planeten Wurzeln. Gute Idee, Moon. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann beim Stein kaufen. Ich würde gerne. Ich brauch 1000. Das Problem ist, ich glaube, ich habe nicht genug Sachen zu verkaufen. Wobei ich könnte Diamanten verkaufen. Komm, ich versuch's. Ich will diesen dämlichen Schlüssel haben. Passt doch. Ich muss nicht mal den Diamanten verkaufen. Ich brauche ja insgesamt nur 1000, ne? Wieso habe ich so viele Fische? Hier, nimm ein bisschen Fleisch. Wieso hat er 5 Schlüssel im Angebot? Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich wurde gerade verarscht. Wieso sollte er 5 Schlüssel verkaufen? Aber gut, unser Problem ist, wir müssen noch mal hierher. Wir müssen noch mal hierher. Das heißt, wir müssen uns wieder um Benzin kümmern, ja? Na gut, aber wir laufen wenigstens zu Frau Trulla. Frau Trulla hat bestimmt. What the fuck? Okay, den habe ich nicht gesehen. Hat vielleicht sogar auch noch einen Auftrag für uns. Ich bin auch gar nicht gestorben, ne? Ich bin sehr stolz auf mich. Wobei hier zu sterben ist schon ein Kunststück. Da muss schon einiges schief laufen. So, ist das hier so laggy? Ich habe das Gefühl, hier droppen irgendwie ein paar FPS. Die fehlt noch etwas. Achso, die hat noch einen Auftrag. Ich fasse es nicht, dass ich einmal die Materialien gerade hergegeben habe für einen Schlüssel, bei dem ich nicht mehr weiß, was man mit ihm macht. Komm, wir töten nochmal den da oben. Der gibt mir so einen Schleim. Schleim brauche ich. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich Fledermauszeug herbekomme. Ich weiß es einfach nicht. Hast du noch einen weiteren Auftrag für mich? Wie, ich habe den Auftrag noch nicht beendet. Jetzt soll ich zurück. Da den Scheiß anpflanzen und dann zu ihm zurückkommen. Das ist doch gar nicht sein Auftrag. Hat er mir doch gar nicht gegeben. Naja.
pflanzen wir die Beeren ein. So, machen wir das hier direkt, ne? Ja. Zwei Fleisch habe ich, naja. Fehlt ein Fledermausflügel. Wo soll ich denn die jetzt herbekommen? Soll ich zaubern oder was? Nee, ich muss auf den Zauberer warten. Ich glaube, der hat welche. Aber gut, ich will hier einpflanzen, ne? Pflanzen. Gib mir das Angststräuchlein so. Und so, die Samen der Angbären scheinen auf meinem Land wachsen zu können. Wie werden die Sträucher wohl aussehen? Ich weiß nicht. Müssen wir halt ein bisschen warten. Na gut, du bist noch nicht fertig, du bist noch nicht fertig und du bist noch gar nicht gesät. Ja, machen wir Sonnenblumenöl hier. Zack. Okay. Ich brauche wieder Brennstoff. Dafür brauche ich Alkohol. Ja. Und ich brauche aus der Küche Öl. Ah, läuft doch. Brennstoff. So, Madame ist aber schon weg, ne? Wir können aber wieder zurück in die Mine. Gehen wir erstmal zurück in die Mine. War das hier eigentlich schon komplett aufgebessert oder habe ich gerade alles verkackt? Ach, geht eigentlich, geht eigentlich. Ich brauche aber auf jeden Fall wieder ein bisschen Metall. Naja. Es ist sehr dunkel hier. So. Gehen auf jeden Fall jetzt demnächst schlafen wegen unserem Leben. Dass wir da wieder ein bisschen Leben kriegen. So. Und vielleicht schaffen wir es sogar schnell zurück nach Ankh. Huch. Achso, die giftigen Pilze. War das Ankh? Ankora, nicht Ankh. Obwohl, ist ja fast dasselbe. Um die Quest abzuschließen, um die Larven zu bekommen, bevor der Pirat kommt. Das wäre richtig dufte. Deswegen gehen wir jetzt erstmal schlafen. Nö. Ja. Und ich wette, dann kommt die Trulla nicht. Und nach der Trulla kommt bestimmt der Pirat. Ich musste es auch erwähnen. Ich sehe, du hast ein paar Steine, ja, ja. So, ja, mir fehlt noch was, um den Auftrag abzuschließen. Hast du vollkommen recht. Dann solltest du vielleicht weggehen, damit ich den Auftrag abschließen kann und nochmal warten kann, bis du wieder da bist. Aber wir können gleich wieder ein paar Steine beseitigen. Ach ja, ich kann mein Leben regenerieren hier, ne? Stimmt. Da war was. Allein diese epische Musik. Für was? Für den Typen? Stimmt, wir konnten noch neue Sachen bauen, ne? Feuerstelle mit Silber. Und Wasserturm mit Silber. Ja. Also rein theoretisch, wenn ich wenig Leben habe, kann ich hier stehen und ein bisschen sammeln, ne? Ich kriege 3 Steine. Oh, stimmt, ich kann meinen Stein verkaufen, ne? Ich versuche ein bisschen schnell an Stein zu kommen. Ich brauche nämlich auch Geld für die Larven, ne? Nicht weggehen. Ludnikowski, nicht weggehen. So. Du, mein Freund, darfst all mein Stein haben. So. Hast du Larven? Nö. Alter Hähnchen, aus dem Weg. Vielleicht werde ich gleich in der Folgenpause noch ein paar Steine sammeln.
Zumindest bis der nächste Besucher kommt vielleicht. Mal gucken. Aber gehen wir jetzt erstmal zurück in die Mine, kloppen noch ein paar Steinchen. Und dann rufen wir unsere Moon, dass die uns mal wieder abholt. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Hallo, ich bin da, wo ich sein wollte. Crazy shit, jetzt kann ich hier weglaufen. Tschüss. Okay. Hä? Ich hoffe, ich komme hier raus. Oh mein Gott, ich hoffe, ich komme hier raus. Ach du Scheiße, ansonsten muss ich verhungern. Das wäre echt kacke. Ah, wieso zeigt der Pfeil da hinten hin? Oh, ich habe überhaupt kein Feuer mitgebracht, ne? So. Nun denn. Bin durch. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Gott. Ich bin raus, oh mein Gott. Oh, was für eine Todesfalle. Weißt du, was bringt denn der Scheiß, wenn da am Ende nichts ist? Ach, egal. Wir haben Zeit, das herauszufinden. Gut. Moon. Es ist an der Zeit, dass du herkommst. Ach, jetzt macht sie's. Gut, keine Aufträge von ihr. Wir fahren dann nochmal los. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun. Whee! Schade, dass ich all mein Gold dann zu verkaufen musste. So, euch nehme ich erstmal mit wegen eurem Schleim. So, Hase gleich mit zerkloppt. So, warst du das mit den Larven oder war das deine Frau? Du warst was mit den Larven, ja, die Perle, den ganzen Kram. Und dann, ich kann es nicht fassen. Was ist los, Omi? Warum bist du so traurig? Die Piraten haben mich gestern Nacht wieder angegriffen. Sie haben Lana, mein Schaf, mitgenommen. Hast du etwas gesehen, das uns helfen könnte, sie zu finden? Sie hatten ein dunkles Schiff in Form eines Hais mit vielen Kanonen. Goliath. Arco, du musst das Schaf zurückholen, wenn du den Piraten das nächste Mal siehst. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Oh Mann. Ah, Fledermausflügel habe ich immer noch nicht, ne? Wir bekommen. Ich muss mich hier einmal umschauen und hoffen, dass ich hier irgendwas finde, was mir Fledermausflügel gibt. Ansonsten bin ich legit am Arsch. Kann man so sagen, ne? Hier sind ein paar Vögelchen. Warum ist das Gebiet ja auch nicht so groß? Ist der komische Schneemann, den ich nicht mag? Wieso machen die mir alle so viel Schaden? Das ist so unfair. Komm, gibst du mir Fledermausflügel? Ich meine, du bist ja sowas ähnliches wie eine Maus. Hallo? Ich mach dem keinen Schaden. Wie bist du denn drauf? Die ist voll aggro. Hey, ich hab dir nichts getan. Das ist die dich abschießt. Habt ihr es gesehen? Ach, jetzt bist du plötzlich nicht mehr aggro, Tante.
Holz. Ach. So wird das nichts mit diesem einen Auftrag. Ich werde diesen einen Auftrag nicht erledigen können. Es sei denn, der Zauberer verkauft wirklich Fledermausflügel. Was ich für ihn hoffe, sonst gibt's Ärger. Oder der Koch. Oder irgendjemand. Du machst das schon, Moon, ne? Ich schaue mich so lange hier ein bisschen um. Hey! Keine Fledermausflüge. Kann ich irgendwie zurückreisen? Per Tastendruck? Wäre das möglich? Ich will nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, komm. Ja, aber anscheinend habe ich ja nichts Besseres zu tun, als zu laufen. Nee, ich bekomme hier auf jeden Fall keine Fledermausflügel, Freunde. Keine Fledermausflügel für uns. Was heißt, wir müssen nach Ankh zurückkehren, müssen wir sowieso. Weil der Pirat war gerade erst da. Das heißt, wir haben eine lange Zeit, bis der wieder da ist. Na gut. Zurück nach Hause. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal die Larven. Okay. Hey. Ach, guck mal, das sind die Sträucher. Und ich habe ein Ankh-Samen bekommen. Sehr schön. Warum hat die mich gerade verfolgt? Ich würde gerne das Ding hier abreißen. Das ist noch ein kleiner Fehler im Spiel. Man kann Dinge nicht abreißen. Das ist ein bisschen blöd, wenn man seinen Planet irgendwie vollstellt. Weil dann, ja, kommt man das Zeug nicht mehr weg. Der Pirat ist jetzt schon da. Der landet eigenständig? Nein. Aber der war doch gerade erst da. Was ist mit dem Rest? Hier, der Koch ist noch nicht fertig, der Zauberer ist noch nicht fertig. Die habe ich noch gar nicht angefangen. Weil wir scheiß... Ach, ein Lutscher. Stimmt, ich brauche einen Lutscher. Ich sehe, du hast ein paar Steine. Ja, ja, ist okay. So. Goliath, ich weiß, dass du die Schafe der Ankh gestohlen hast. Na und? Ich lasse nicht zu, dass du damit durchkommst. Kämpfen wir. Beruhig dich, immer mit der Ruhe. Wenn es so dramatisch ist, bringe ich es zurück. Du hast einen Teil der Abmachung erfüllt. Hier ist deine Belohnung. Viel Glück beim Angeln. Danke, wenn du eine neue Angelroute herstellen willst, das ist die beste. Oh. Weißt du was? Ich habe ja noch ein paar Steine. Kannst du alle haben. Kannst du alle haben. Silberner Schlüssel. Wofür ich den noch brauche? Ich hätte gerne Brennstoff. So, und jetzt verzieh dich. Ich werde so lange ein bisschen Stein kloppen. Damit du das nächste Mal noch ein bisschen Geld verlierst durch mich. Wir sind auch gleich schon wieder müde. Stimmt, Müdigkeit. Die habe ich ganz vergessen. Jetzt hau ab. Oh, der ist noch 30 Sekunden hier. Aber gut, Freunde, wir machen das einfach so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es sei denn, es passiert was, dann schneide ich das einfach rein. Und ansonsten werde ich Steine kloppen, bis der nächste Typ da ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.